Ja, erstmal allen Hörern ein frohes neues Jahr. Da sind wir jetzt schon mal wieder mit einer Ausgabe, wo wir ein wenig über die Damen sprechen wollen und ihre letzten Springen. Mit dabei ist heute der Luis. Hallo, frohes neues Jahr auch von mir. Und der Sascha. Ja, wie hast du denn die erste Hälfte oder die ersten beiden Wettkämpfe gesehen, der Damen? Fällt mir schwer, was zu sagen, auch wenn ich, wie du ja auch in Hinterzarten live vor Ort war. Aber irgendwie kommt es dann doch, dass man sich nicht ausschließlich mit dem Ergebnis beschäftigt. Was allerdings festzuhalten bleibt, ist, dass es nach wie vor nur eine Dominatorin im Damen-Skispringen gibt. Das ist wie immer Sara Takanashi. Bei der es mir schwer zu glauben fällt, dass sie in dieser Saison zu schlagen sein wird. Im Gesamtweltcup glaube ich sowieso nicht, aber dann auch beim ersten olympischen Damenwettbewerb. Diejenige, die am nächsten kommt, ist eigentlich immer noch Daniela Eraschko-Stolz, die ein sehr gutes Comeback nach ihrer Kreuzbandverletzung feiert. Und für mich überraschend auf Rang 3 der Gesamtwertung Irina Awakumova aus Russland, mit der man so gar nicht. Ja, genau. Beide springen auf dem Podest in Hinterzarten, genau. Ja, mit der man so gar nicht rechnen konnte. Aber die hat sich im Gegensatz zur letzten Saison, wenn man sich die Sprünge nochmal anschaut, oder auch nur ihre Sprünge, technisch mindestens 3 Klassen verbessert. Und das spiegelt sie jetzt auch auf der Schanze und in den Ergebnislisten eindeutig wider. Ja, ist natürlich jetzt auch schade, dass es noch ein paar Verletzungen gibt, also die Spannung vorne vielleicht etwas, also die noch ein bisschen Spannung erzeugen können. Das ist ja Sarah Hendrickson, die jetzt schon wieder im Training ist, wie man hört. Und Alexandra Pretorius, die glaube ich auch schon wieder trainiert. Ja, auf jeden Fall. Sie war für Hinterzarten eigentlich auch gemeldet, aber dann wurde die doch wieder zurückgezogen. Ja, und halt der Sturz. Ja, ein Training war es noch, von Hinterzarten von Jacqueline Seifritzberger, die vorher auch schon sehr gute Sprünge gezeigt hat. Ja. Das ist natürlich sehr bitter, Meniskus und Kreuzbandriss. Quasi fast alles Da, kaputt, was im Knie kaputt gehen kann. genau, da wünschen wir von DSP auch nochmal natürlich gute Besserung nach Österreich. Auf jeden Fall. Ja, das war so der Stern, der das, der den Freitag in Hinterzarten so diktiert hat, weil die Stimmung, man hat es gemerkt, wirklich rapide abgenommen hat. Es waren ohnehin nicht viele Zuschauer da, aber das hat alle doch sehr, sehr mitgenommen, vor allem weil im Prinzip direkt klar war, dass was kaputt sein musste. Und das ist wir waren ja auch in Neustadt und haben da den Sturz vom Thomas Morgenstern gesehen und das war wirklich auch so für neutrale Fans, wie wir es ja sind, nicht einfach, das irgendwie zu verdauen und sich ganz aufs sportliche Geschehen zu konzentrieren. Ja, das stimmt, genau. Gibt es denn für dich im Damenweltcup so gesehen Überraschungen, außer der angesprochenen Awakumova? Ja, also eine Überraschung ist für mich das slowenische Team, dass die nicht mehr so weit vorne sind wie schon wie in der letzten Saison. Die können jetzt ja froh sein, dass sie die 15-jährige Emma Klinic haben, die auf Platz 8 ist. Und Maja Ucic, ja, wir sind uns immer noch nicht sicher, wie sie heißt, wirklich, die auf Platz 7 der Gesamtwertung steht. Ja, das slowenische Team sollte das noch zulegen, um an die Leistung des letzten Winters anzuknüpfen. Ja, da sind wir uns in dem Punkt auf jeden Fall einig. Aber Und wenn wer ich. mich auch ein bisschen überrascht hat, ja. Nee, mach du ruhig. Ich bin mir sicher, wir haben wieder Also, denselben Gedanken. ich glaube diesmal nicht. Wer mich ein bisschen überrascht hat, kann auch sein, dass ich daran liegt, dass ich ja, die Norwegerin vielleicht etwas weniger verfolgt als andere Nationen. Das ist Helena Olsen-Smeby, die ja auch auf Platz 5 der Gesamtwertung steht. Da war ich dann doch schon ein bisschen überrascht. Nee, den Gedanken hatte ich auch. Ach so. Die mittlerweile 30-jährige Mutter, das muss man immer noch dazu sagen, weil ich finde, die Leistung macht es, das macht die Leistung nur noch umso besser. Ja, genau. Hat uns im Prinzip alle überrascht, kann man nicht anders sagen. Hat ja in Hinterzarten auch die Quali gewonnen. Und dann nach so langer Pause, und es ist ja überhaupt ihr erstes, ihr
erst zweites Weltcup-Wochenende gewesen, so in Hinterzarten, hat mich doch echt vom Hocker gehauen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und die Überraschung aus deutscher Sicht ist ja die erst 14-jährige Giannina Ernst, die auch nicht hätte 4 Stunden jünger sein können, dann wäre sie nämlich am 1. Januar geboren, nicht am 31. Dezember, und dann wäre sie nicht startberechtigt gewesen. Das ist richtig, das gut, biologische Zufälle, aber die nehmen wir dann doch dankend an, auf jeden Fall. Ja, mit Carina Vogt, eine von 2 Deutschen in den Top 10. Genau, und man konnte ja die Damen ja auch sehr gut beobachten, teilweise nach ihren Sprüngen, und da sieht man dann die Unterschiede. Deutsche Team geschlossen und freut sich über jeden Sprung, und auch die Ansprüche sind auch ganz unterschiedlich. Wenn man mal guckt, der Giannina war am ersten Tag überhaupt nicht an der Leistung von Lillehammer dran und trotzdem noch mit einem Lächeln rumgelaufen, und die 15-jährige Emma Klinitsch springt wieder mal in die Top 10 und zieht den Mund, als wäre sie 50. geworden. Also ja, das sind Unterschiede und die das Anspruchsniveau, und ich finde, wenn man mit 15 in der Top 10 steht, da träumen ganz viele von, auch Ältere, und da sollte man auch mal zufrieden sein, was man schon erreicht hat. Ja, auf jeden Fall. Das ist bei der Emma wahrscheinlich so dadurch bedingt, dass sie ja es eigentlich gewohnt ist, Erste zu sein. Eine Situation, wo sie sich jetzt reinfinden muss. Denke ich ja, mal. Die wurde dann ja nach ihrem zweiten Sprung am zweiten Tag erstmal von Spieler getröstet, weil sie dann so am Boden zerstört war. Bisschen unverständlich. Aber da, ja, Spieler ist als 31. ausgeschieden. Bei der fand ich hätte wahrscheinlich viel eher verdient gehabt, ja eben. Ja, aber die stand nach dem Sprung mit ihrer Mannschaftskollegin Orja Bogartay mit Anna Liedersburg, am Exit Gate und hat die Springerkolleginnen gefeiert und ja, hat die Stuhl gebracht, also da ganz anderes. Ja, die gehen da ganz anders mit um. Ja. Aber das spielt ja sicherlich ein Stück weit ja auch die Erfahrung eine Rolle. Ja klar, gar keine Frage. Wer mich auch überrascht hat, ist auf Platz 9 Gesamtwertung Taylor Hendrick aus Kanada. Die ist, wenn ich mich nicht täusche, auch in meinem Alter, so 18, 19 ungefähr. Und das hätte ich absolut nicht erwartet, dass sie quasi aus dem Stegreif in der Lage ist, Alex Pretorius in der Art und Weise zu ersetzen. Ja, wirklich stark. Und das ist denn hier wieder schade, aber da haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, dass es keinen Mixed-Wettkampf bei Olympia gibt. Herrlich, sehr spannend gewesen und auch wenig vorhersehbar. Ja, auf jeden Fall. Bei den Kanadiern fehlt dann im Grunde noch ein zweiter starker Mann, aber gut. Gibt's sonst noch wen, über die du reden möchtest? Ja, es haben zum einen fast alle die Quali geschafft und wir haben jetzt 8 Deutsche in den Punkten, das ist eigentlich schon, also finde ich schon sehr stark. Ja. Ich kann ja mal die Namen sagen, einfach mal, es ist Ulrike Gessler auf 26, Ramona Straub auf 25, Anna Hefele, die ist auf 23, Sven der Wirt auf 22, Katharina Althaus auf 13, dann vorne drin, die werden schon genannten Ja, ersten Punkt. Ja, ist eine sehr, 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 sehr starke Arbeit von Andreas Bauer auf jeden Fall als Bundestrainer. Und gut, dass dadurch, dass jetzt die beiden Wettkämpfe hinter Zarten waren und somit nationale Gruppe gestellt werden konnte, sind die Mädels natürlich in den Punkten, konnten sie leichter in den Punkten landen, aber das muss man ja auch erstmal schaffen. Ja, das ist natürlich dann. Wird es natürlich noch schwerer für, wo springen wir als nächstes noch? In Tschaikowski, in Russland. In Tschaikowski, genau, also dafür die 8, wie viele haben sie da? Oh, ich bin jetzt ganz durcheinander. Bitte? 7, oder? 7 Startplätze, wie viele haben die Deutschen da? 7, ja. 7, das wäre dann schon schwer, die 7 dafür zu nominieren.
Ja, also da möchte ich wirklich nicht mit Herrn Bauer tauschen. Das ist keine leichte Entscheidung. Genau, eine Überraschung habe ich noch vom Hinterzarten am Sonntag an dem Wettkampf. Die Rumänin Dana Haralambi, die es geschafft hat, auf Platz 25, wenn ich mich nicht täusche, zu springen. Das konnte man vorher auch nicht wirklich erwarten. Nee, überhaupt nicht. Aber da sieht man mal, dass auch die Förderung in den etwas kleineren Skisprungnationen durchaus zu funktionieren scheint. Die Rumänen haben ja in Raschnow ein Trainingszentrum, bei uns würde man das, glaube ich, Stützpunkt nennen, aber sei es wie es sei, wo sie regelmäßig trainieren kann, und sie kriegt offensichtlich auch finanzielle Unterstützung, und das trägt jetzt langsam auf jeden Fall seine Früchte. Ist auch, würde ich jetzt mal erstmal sagen, die einzige Nation, Außenseiternation in den Punkten. Ja. Ja, dann die anderen ist doch deutlich schwerer noch auf jeden Fall, ja. Ja, die Chinesin war, glaube ich, 34. am Sonntag, also die sind auch dran. Ja. Wenn es mal keine nationale deutsche Gruppe gibt, die so stark ist, dann schafft die es vielleicht auch mal ins Finale. Ja, bei ihr hat man auf jeden Fall gesehen, dass sie technisches Potenzial besitzt. Nur bei denen ist es halt so, die sind noch nicht besonders lange beim Skispringen dabei und werden dann gleich in den Weltcup geschickt. Ist etwas fragwürdig, aber ich sag mal so, sie haben sich zum Beispiel deutlich besser geschlagen als die beiden Polinnen, die da waren, bei denen man doch etwas Angst haben musste, dass sie die Chance doch heile runterkommen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Die haben ja beide an beiden Tagen nicht die Quali geschafft. Aber finde ich doch schon schön, dass es jetzt langsam sich nach Nationen führt. Das könnte man jetzt auch nochmal ansprechen, dass es in Hinterzarten mehr Starterinnen in der Quali gab als in Engelberg Starter bei den Herren. Also. Ja, das wollte ich auch anmerken. Es ist erstaunlich, aber auch eine schöne Entwicklung, die wir jetzt quasi live mit beobachten dürfen. Ja, genau. Also ich würde mal sagen, dann sind wir mit den Damen jetzt das erste durch. Auf jeden Fall, ja. Wie angesprochen, geht es dann parallel zur Fischschanzentournee bei den Damen weiter in Tschaikowski in Russland, also auch eine neue Schanze für die, ich glaube für alle sogar, und darf man gespannt sein, wer sich da wieder hervortun wird. Ja, also ich tippe jetzt mal ganz vage, dass da Sarah Takanashi wieder ganz vorne mitspringen wird, aber... Bist du dir sicher? Ich weiß nicht. Lassen wir uns überraschen, ne? Ja, auf jeden Fall, sowieso. Immer. Immer gerne. Ja, und da wollten wir nochmal für euch ein wenig über unsere Schwarzwaldwoche berichten. Wir sind ja Donnerstag vor der Qualifikation in TTC Neustadt angereist, haben einige Schanzen besucht. Der Freddy ist nachgekommen zu Hinterzarten, und ja, was hast du Besonderes gesehen? Was möchtest du unseren Hörern noch mitteilen? Also zunächst mal möchte ich mich bei der FIS bedanken. Tue ich ja auch selten genug, dass diese Konstellation ermöglicht worden ist, dass wir an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden Skisprung-Weltcups im Schwarzwald haben, also auch eine Distanz, die für uns durchaus überwindbar ist. Das finde ich eigentlich so optimal. Die Wettbewerbe in TTC Neustadt haben mir sehr, sehr gut gefallen, zumal ist eigentlich, auch wenn es nach den Punkten jetzt geht, nicht so aussah, doch relativ eng war die Geschichte. Und die Schanze ist auch sehr, sehr schön. Ich kannte sie vorher noch nicht, aber wir haben uns ja ein bisschen ausführlicher auch angeguckt. Ist wirklich sehr, sehr schön auch geworden. Sie ist ja auch vor 10 Jahren circa umgebaut worden. Für Weltcups prädestiniert. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Das dazu zu sagen, wir sind ja auch in Schönwald gewesen, an einer ehemaligen Schanze. Das war mal eine COC-Schanze für die Damen. Fand ich auch mal interessant zu sehen und auch zu vergleichen, die Architekturen der Schanzen. Die Schanzen im Schwarzwald sind sich zwar von dem Baumaterial alle sehr, sehr ähnlich, aber im Profil doch eigentlich gänzlich unterschiedlich. Ja, und bei den Damen ist es einfach so, ich freue mich da jedes Mal hinzufahren, weil es so ein familiärer Event ist. Es sind immer dieselben Leute da, man kann sich mit den Mädels auch mal austauschen, fürchten sich nicht, vor allem, wenn man die mal anspricht.
Gut, der Sturz von der Jackie, der hätte jetzt nicht sein müssen aus meiner Sicht, aber das ist nun mal das Risiko, mit dem diese Sportart verbunden ist. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass wir solche Reisen in Zukunft öfter machen können und freue mich auf jeden Fall, demnächst mal wieder beim Skispringen live dabei zu sein. Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Also die Chancen sind schön weit, die wird nicht mehr besprungen. Aber ja, das Schicksal haben ja viele Chancen in Deutschland. Ich zweifle aber daran, dass es zu viele Chancen mittlerweile gibt. Aber ja, das ist ein gänzlich anderes Thema. Also natürlich auch, was ich natürlich sehr schön fand, die kurzen Wege, die wir hatten. Also wir haben keine 15 Minuten zur Schanze gebraucht in der Neustadt und auch sowohl mit Auto als auch mit der Bahn waren wir innerhalb von einer halben Stunde in Hinterzarten. Also das war einfach wunderbar. Was mich ein bisschen gestört hat, aber da kann eigentlich keiner was für, dass es ein bisschen wenig Schnee gab, aber gut. Ja. Das kann man ja nicht wirklich beeinflussen. Nee, gut, das beeinflusst nur der liebe Wettergott, sofern es ihn denn gibt. Genau. Was mich auch gut, weil wir jetzt bei den Sachen sind, die wir so ein bisschen gestört haben, das Rahmenprogramm in Hinterzarten fand ich leider etwas dünn. Das stimmt, ja. Jetzt auch die Frage, inwiefern sich das gelohnt hätte bei, ich sag jetzt mal, 1.500 Zuschauern. Die Startnummernübergabe und die Siegerehrung am Samstagabend in der Ravenna-Schlucht waren sicher eine sehr schöne Angelegenheit. Aber ansonsten war es doch recht dünn. Man stand im Prinzip die meiste Zeit an der Schanze. Auch wenn das relativ viel ist, vielleicht noch das ein oder andere nebenbei machen, ist ja vielleicht auch nicht so schlecht. Und wofür der Veranstalter wahrscheinlich auch nichts kann, ist die etwas fehlende Stimmung, formulieren wir es mal so, beim Rahmenprogramm in TTC Neustadt in dem Festzelt. Das hat mir ehrlich gesagt nicht ganz so gut gefallen. Da war in Klingenthal beispielsweise doch deutlich mehr los. Ja, naja, nochmal zu Hinterzarten. Die haben ja extra schon vorgesagt, die haben am Freitag noch freien Eintritt gemacht, kurzfristig, und das ganze Wochenende für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren auch freier Eintritt. Also ich denke mal, die Veranstalter haben da schon recht viel für getan, dass Zuschauer kommen, und der Eintritt mit 11 Euro fürs ganze Wochenende, inklusive Eintritt zum Weihnachtsmarkt an der Ravenna-Schlucht und der Startnummernübergabe ist auch recht human, ja, wenn man das mit den Preisen in TTC Neustadt bei 49 Euro vergleicht. Ja, muss man vielleicht mal an die Fans, an die Zuschauer appellieren, einfach mal zu Schanzen fahren. Die Mädels haben sich verdient, dass da mal ein paar mehr Zuschauer kommen. Das auf jeden Fall. Ungünstig wurde das Ganze ja auch dadurch, dass am selben Wochenende Weltcup der Nordischen Kombination in Schonach war. Was leider immer noch, oder sagen wir, also leider in Anführungszeichen, doch scheinbar noch mehr Zuschauer anzuziehen scheint als das Skispringen der Damen. Wobei in Schonach ist ein Springen ausgefallen, das hat nicht. Ja, aber das aber konnte das man ja vorher kann man ja auch nicht vorher. Ja. Nee, genau. Also ja, da hat das Wetter doch einige Streiche gespielt. Wir sind echt froh, dass wir zwei in Hinterzarten gesehen haben. Sei es drum, ob sie fair waren oder nicht. Ja, war recht fair. Ja, doch. Also doch. Ist schon okay, auf jeden Fall. Wir sind die Letzten, die sich beschweren. Genau. Gibt es denn noch was zu vermelden? Aus meiner Sicht gerade nicht. Ich freue mich jetzt einfach auf die anstehenden Wettbewerbe und jetzt kommt die Saison ja eigentlich so richtig ins Rollen. Ja, genau. Und dann verabschieden wir uns von euch. Geben nochmal Grüße an unsere DSP-Kollegen Freddy, der in Oberdorf ist und Brian, der im Moment viel zu tun hat. Und denken wir bei der nächsten Folge in 3-4 Wochen vielleicht sind wir auch wieder komplett. Hoffentlich. Ja. Okay, alles klar. Bis dann. Tschüss.